Gut, dann von dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Hannover 96. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, genauso wie beide Trainer. Wie üblich darf der Gast anfangen. Herr Kotschak, Ihr Statement zum Spiel bitte. Erstmal ein herzliches Hallo in die Medienrunde. Das Spiel hat eigentlich so angefangen, wie wir uns es auch vorgestellt haben. Wir wussten, dass wir heute hier auf eines der spielstärksten Mannschaften in der zweiten Liga treffen, die eine fantastische Mischung in ihrem Kader hat und auch eine gewisse Muster in ihrem Spiel besitzen und auch sehr variabel agieren. Und dagegen wollten wir einfach unser Spiel aufdrücken, indem wir das Zentrum kompakt halten, indem wir uns die Räume zumachen, versuchen schon in der Spieleröffnungsphase den Gegner zu attackieren, da gar nicht in das Spiel reinkommen zu lassen. Und es ist uns eigentlich sehr gut gelungen. Kräuter Fürth hat eigentlich untypisch, meiner Meinung nach, die erste Halbzeit doch den einen oder anderen Flugball mehr gespielt wie ansonsten. Gefahr war mehr oder weniger nur über Standards und da haben wir in der ersten Halbzeit das ein oder andere brenzlige Situation gehabt, wo wir nicht gut verteidigt haben, aber auch die Entstehung zu passiv waren. Nichtsdestotrotz ist unser Plan aufgegangen und wir gingen dann auch 1-0 in Führung. Und zweite Halbzeit wussten wir, dass Kräuter Fürth mit dem 0-1 im Rücken mit einer gewissen Aggressivität, Wucht rauskommt und hatten dann auch die ersten 10 Minuten zu überstehen und mit dem werdenden Eddie Pripp, bevor die Entscheidung zum Elfmeter kommt, mit dem Eddie Pripp noch eine Riesenchance zum 2-0, haben sie verpasst und hatten den einen oder anderen brenzligen Situation noch zu überstehen. Die Jungs haben dann zu 10 alles nochmal in die Waagschale geworfen, taktisch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und auch das 2-0 noch erzielt und dann auch das eine oder andere Chance noch liegen lassen. Insofern bin ich sehr zufrieden mit der Mentalität, mit dem Willen, auch mit der taktischen Disziplin, wie die Mannschaft heute hier aufgetreten ist und freuen uns ungemein über die 3 Punkte. Aber mich freut es ungemein auch für die Jungs, für die Mannschaft, aber auch insbesondere für Ron-Robert Zieler, der ja natürlich letzte Woche genug auf die Fresse bekommen hat sozusagen. Und deswegen freut es mich ungemein auch für ihn, dass er heute mit so einer Leistung auch einen wesentlichen Anteil dazu beigetragen hat, dass wir heute das Spiel für uns entschieden haben. Stefan und Kräuter Fürth wünschen natürlich für den Rest der Runde alles Gute. Danke. Vielen Dank, Stefan. Das war schon die Überleitung zu dir. Ja, vielen Dank, Kenan. Erstmal Glückwunsch an dich und deine Mannschaft zum Sieg. Du hast es ja schon gesagt. Ich glaube, der große Unterschied war halt, dass Ron-Robert Zieler, glaube ich, alles gehalten hat, was zu halten war, was auf seinem Kasten kam, außer einmal einen abgefälschten Schuss. Ja, kommen wir zur ersten Hälfte. Die ersten 5-6 Minuten hat man schon Probleme, in das Spiel reinzufinden. Wir haben dann auch immer wieder den Jungs den Hinweis gegeben, da Hannover natürlich das Zentrum in ihrer Raute sehr, sehr massiv gestaltet hat, dass wir mehr über den Flügel kommen und auch mehr diese tiefen Laufwege suchen an der letzten Kette. Das ist uns insgesamt nicht ganz so gut gelungen. Trotzdem muss man sagen, dass wir, wenn wir uns dann über den Flügel durchkombiniert haben und zu Standardsituationen, gerade durch zu Standardsituationen gekommen sind, ich glaube, es waren in der ersten Hälfte 5 richtig gute Situationen, wo du einfach auch ein Tor machen musst. Das ist einfach so. Wir haben wirklich sehr gute Chancen gehabt. 3 oder 4 Mal Branimir, Kate mit dem Kopfball noch. Dann kriegst du das 0-1, indem wir einfach schlecht verteidigen, nicht bis in den 16er mit durchverteidigen und dann kommt es auf diesen zweiten Ball, den wir dann nicht mehr verteidigt bekommen und gehst mit 0-1 in die Halbzeitpause und hast du das Gefühl, ja gut, das war jetzt nicht wirklich richtig gut von uns, trotzdem hast du das Gefühl gehabt, eigentlich hast du die klareren Torchancen. Ja, wir haben dann nochmal angesprochen, noch mehr über den Flügel zu kommen und dann, glaube ich, kommt der spielentscheidende Moment mit dem Elfmeter. Und der gelb-roten Karte, das ist der Moment, der auf unserer Seite ganz klar lag und den musst du dann nutzen. Dann gehst du oder gleichst aus und bist in Überzahl und dann wirst du das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen. Und so war es eben nicht und kriegst dann kurz drauf, musst mir mit Mergim nochmal auswechseln, kurze Unsicherheit in der Abwehr 0-2. Trotzdem haben wir nochmal alles versucht, aber wie gesagt, es sollte heute nicht sein. War auch alles in allem nicht unsere beste Leistung. Und das habe ich auch schon gesagt, wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze kommen, dann wird es auch schwierig für uns, Spiele zu gewinnen. Und dementsprechend haben wir heute leider 0 Punkte. Dankeschön. Danke an die beiden Trainer für die Eingangsstatements. Gibt es Fragen in der großen Runde? Dann kommt das Mikro einmal auf die andere Seite.
Kenan, weißt du schon, was mit Philippe genau ist im linken Oberschenkel? Ja, er hat, also die erste Diagnose ist, er hat da was gespürt, ein Stechen im Oberschenkel. Das ist eher eine Vermutung, wahrscheinlich in Richtung ja, Zerrung. Wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben, ist schon vielleicht ein kleiner Faserriss und wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage und Woche dann dementsprechend ausfallen. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann bedanken wir uns fürs Kommen. Den ganzen Gästen wünschen wir einen angenehmen Nachhauseweg und Ihnen einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche.